Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Deponia 2. Nein, ganz klar, Grip bei Deponia, also Deponia 3. Das war nicht meine Begrüßung, fällt mir gerade auf, das wäre wieder, ja, das soll ich aber vergessen. Denn wir sind gerade ein bisschen im Aufregen hier, weil... Hebel, das ist noch nicht schnell genug, wir müssen noch schneller. Hui, versprühen aber die Funken. Nochmal. Noch schneller! Wahnsinn! Mein Mantel brennt zwar, aber ich bin trotzdem froh, dass ich hieran teilhaben darf. Zum Glück ist der Organon für seine hervorragenden Brandschutzmaßnahmen bekannt. Ha, reine Propaganda! Darauf verwette ich meine Stiefel. Deine Stiefel. Oh, eine Axt. Eine Feuerwehraxt. Okay, und ein Schlauch. In die Kanone. Das funktioniert sogar. Kanone abfeuern. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee war. Was? Für ein Teufelskerl! Das Schlauch! Das schlaucht. Ah. Halten! Oh Gott. Junge, Junge. Und rausgeschleudert. Und sie ist immer noch halb nackend. Was für ein Held! Hat jemand das Fenster offen gelassen? Mhm. Hm, Pucki. Der Kutter war kaputter als die Waage von Tonis Mutter. Das Futter war alle und die Route noch weit. Doch die Stimmung war gut, da war alles in Butter. Nur irgendwann machte sich Müdigkeit breit. Denn ab hier mussten Rufus und Koja zu Fuß los. Nicht tragisch, so ein Fußmarsch macht ja doppelt so viel Spaß. Mit einem peppigen Lied auf den Lippen. Um die Sache zu unterstreichen, flut ich jetzt die Gesangskabine des Chors mit Heliumgas. Deponia. Jetzt zu Fuß. Und in Full HD. Mit mir. Schön gezeichnet. Der Zeichner bekommt 5 Euro. Von mir. Ja, 5 Euro. Wenn nicht sogar 5,50 Euro. Nennt sich schön gezeichnet. Yeah! Und boah, wie ich diesen Organon mit meiner Schattenattacke ausgeschaltet habe. Habt ihr das gesehen? Zum 1000. Mal, Rufus, wir... Das war so lässig. Man nennt ihn Rufus. Rufus. Und jetzt alle. Rufus ist der Mann, der die Lässigkeit erfand. Rufus, ich höre dich nicht. Zum Strand. Was? Hey! Wo wollt ihr denn hin? Da unten ist ein Hotel. Ich muss mich dringend waschen. Besonders die Ohren. Hat Goal immer noch nur ihre Unterwäsche an? Goal? Komm schon, Rufus. Bist du sauer? Dreckig, zerschunden, gedemütigt. Das ja. Aber sauer? Nein. Es war schon irgendwie lässig. Der Junge ist unglaublich. Wir können hier runtergehen. Machen wir das. Aha, eine Treppe. Ganz schön dunkel. Und steil. Und rutschig. Am besten... Ich nehme 3 Stufen auf einmal. Das ist immer gut. Schepper. Wir sind unten angekommen. Auf den Arsch falle. Das wäre ja zu peinlich. Bist du nicht, Rufus, bist du nicht. Okay, da geht's zu 3 Fragezeichen. Da sind Justus... Justus Jonas, P
Peter Shaw und Bob Andrews. Genau. Da. Toilettentür. Okay. Gehen wir erstmal zum Klo. Erstmal ordentlich anabdrücken. Weit in Rufus. Rufus. Da ist ein Rohr. Geh zu der Geh zum Klo. Besetzt. Hört denn die Kackerei bald auf? Hetzt mich nicht. Ich leide an einer schweren Temporaldiarrhoe. Temporaldiarrhoe? Ja, ich bin ein Zeitreisender. Du meinst, du kommst aus der Zukunft? Quatsch. Es gibt keine Zukunft. Ich komme aus der Vergangenheit, um mir den Weltuntergang anzuschauen. Geht das schon wieder los? Dann bist du hier falsch. Ich bin der, der diesen Weltuntergang nämlich verhindern wird. Oh, das wäre zu freundlich. Ich stecke hier nämlich fest. Wieso? Ist deine Zeitmaschine verstopft? Nicht ganz. Das Klopapier ist alle. Das war ironisch. Ich glaube dir natürlich kein Wort. Naja... Es war auch nicht die komplette Wahrheit. Wusste ich's doch. Eine Rolle Klopapier ist hier noch, aber sie ist rau wie Sandpapier. Und ich habe während des drexikanischen Bürgerkriegs Chili gegessen. Das ist scheiße. Gehen wir mal da oben rein. Das scheint eine Rezeption zu sein. Schlüssel, Schlüssel, Klingel. Gehen wir mal zur Klingel, drücken wir. Ach, upsi. Mein Kreislauf klötert. Ich sollte nicht so schnell hochkommen. Oder mal ein bisschen Sport treiben. Schleichen Sie sich doch nicht so an. Schleichen? Ich hab doch geklingelt. Ich dachte schon, das sei mein Tinnitus. Wäre kein Wunder bei dem ständigen Lärm der Kreuzertrasse. Von der kalten Zugluft mal abgesehen. Oder den Schimmelpilzen. Aber ich schweife ab. Willkommen im Hotel Minnetekel. Wollen Sie ein Zimmer mieten? Ich suche eigentlich meine Freunde. Minnetekel. Seltsamer Name für ein Hotel. Seltsamer Ort für ein Hotel. Kennst du die Gerüchte, dass die Ponia gesprengt werden? Warum springt meine Maus mal wieder runter? Jetzt nicht mehr. Seltsamer Ort für ein Hotel. Direkt unter der Organ- und Kreuzertrasse. Finden Sie? Unsere Umfragen haben ergeben, dass dies die ideale Lage für Kundschaft aus unserer Zielgruppe ist. Menschen ohne Geruchssinn? Leute, die so verzweifelt sind, dass sie sich alles gefallen lassen. Ah, die... Ah, ja. Minnetekel. Seltsamer Name für ein Hotel. Finden Sie? Ich fand den Namen immer ganz putzig. Er bedeutet so viel wie drohendes Unheil. Das meine ich ja. Wer will denn in einem drohenden Unheil wohnen? Tun wir das nicht alle? Tja, aber wenn man die Wahl hat? Haben Sie aber nicht. Oder haben Sie in der Gegend ein anderes Hotel gesehen? Also ich nicht. Ich suche eigentlich nur meine Freunde. Ein seniler Gartenzwerg, eine Bordsteingiraffe und ein Zirkusbär mit Hut? Das sind sie. Ja, die haben hier vorhin eingecheckt. Sie sahen nicht so aus, als könnten sie sich einen Anwalt leisten. Darum habe ich ihnen Zimmer 5 gegeben. Aber keine Sorge. Solange sie keine Lichtschalter, Steckdosen oder tragende Bauelemente anfassen, dürften sie die Nacht überstehen. Vorausgesetzt natürlich, sie bleiben nach Mitternacht auf ihrem Zimmer. Dabei fällt mir ein, haben sie zufällig eine offene Rechnung mit Dämonen, finsteren Gottheiten und kürzlich Verstorbenen? Nicht, dass ich wüsste. Super, dann wäre ja alles geklärt. Sie ahnen ja nicht, wie zimperlich sich manche Versicherungen anstellen, wenn es um übernatürliche Todesursachen geht. Hier ist Ihr Schlüssel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt im Hotel Minnetekel. Kriegen wir auch Schlüssel 5? Danke, mein Bester. Meine Maus springt schon wieder runter. Ich weiß nicht, warum. Ah doch, ich glaube, ich weiß doch, warum. So, jetzt... Wie finde ich denn das Zimmer? Oh, wahrscheinlich furchtbar. Ich würde darin nicht übernachten wollen. Warum frage ich überhaupt? Kennst du die Gerüchte, dass Deponia gesprengt werden soll? Na klar. Im Umkreis von mehreren Meilen ist deswegen das Popcorn ausverkauft. Nun, es ist alles wahr. Und ich bin derjenige, der es verhindern wird. Oh, prima. Ich dachte schon, das bleibt wieder an mir hängen. Was? Immerhin musste ich diese Woche schon die Hoteltoilette sauber machen. Soll das ein Witz sein? Ertappt! Natürlich habe ich die Toilette nicht sauber gemacht. So weit kommt's noch. Hallo! Ich rede hier von der größten Katastrophe aller Zeiten. Ah, Sie kennen unsere Toilette also bereits. Willst du beantworten, dass es hier spukt, mein kleiner Freund, mit den grünen Haaren und dem grünen Bart und den grünen Augenbrauen? Willst du andeuten, dass es hier spukt? Aber nicht doch. Hier an der Rezeption sind wir sicher. Es sind die Zimmer, über die ich mir Sorgen machen würde. Insbesondere Zimmer 13. Wieso? Was ist denn mit Zimmer 13? Sagen wir einfach, es war ein Fehler, die Indianer dort zu beerdigen. Ach ja. Außerdem hat sich eine Weltuntergangssekte in der Wäscherei eingenistet. Wenn Sie also saubere Bettwäsche brauchen, sollten Sie darauf achten, keine religiösen Insignien oder Jungfrauen bei sich zu tragen.
Ich gehe da mal auf mein Zimmer. Tun Sie das. Ich werde Sie nicht aufhalten. Und bevor Sie fragen, es erfüllt nicht den Tatbestand einer fahrlässigen Körperverletzung. Wir haben das prüfen lassen. Ist der Knülle? Mir gefällt seine Arbeitseinstellung. Sie ist modisch, bequem und hält den Kopf schön warm. Ja, und ich habe gerade irgendwelche Flusen unter meiner Maus, die meine Maus nicht richtig steuern lassen. Moment. Flusi, 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 wegmachen. Weg, weg, komm. Du kommst auch mal weg, Flusen. So. Flusen weggemacht, jetzt können wir weiterspielen. Unter deinem Mauspad. Klingeling! Huhu! Huhu! Klingeling! Da geht's irgendwo hin. Die Kantine, da ist ein Bild. Kann ja nicht viel mit moderner Kunst anfangen, aber das finde ich gut. Es ist aus der Perspektive eines Menschen gezeichnet, der arglos die Urne seiner verstorbenen Mutter öffnet und dann an einem Herzinfarkt stirbt, weil ihm plötzlich Juxblumen daraus entgegenspringen. Schade nur, dass es so schief hängt. Aha, da haben wir ja den Übeltäter. Eine Mutter. Die hält wohl das Schlüsselbrett vorne an der Rezeption. Oder die Uhr. Oder beides. Okay. Wer braucht schon Werkzeug, wenn er Hände wie Schraubstöcke hat? Du? Ja. Ganz schön glitschig, meine Schraubstöcke. Ein Kaffeeautomat. Mal gucken, ob da noch was drin Kaffee ist. Oh, da war ja tatsächlich noch was drin. Staub! Was ist das? Pfefferstreuer. Sieht aus wie Ketchup. Ein Salzstreuer. Nehmen wir auch mit. Nochmal einen Korkenzieher. Nehmen wir auch mit. Klar, können wir brauchen. Wo geht's da? Da geht's wieder zur Rezeption. Ja, okay. Zum Restaurant. Gehen wir hier wieder raus. Gehen wir hier rein oder gehen wir erst da rein? Was geht denn hier ab? Hum, hum, kumbaya. Okay. Kumbaya. Hallo, ihr freundlichen Kapuzenmänner, die einer sicherlich völlig gewaltfreien Organisation angehören. Steht ihr hier für die Waschmaschine an? Hum, hum, kumbaya. Psst. Könnt mich doch sicher vorlassen, oder? Ihr nehmt euch einmal unheimlich für... Klar, kein Problem, Kumpel. Hum, hum, kumbaya. Cool, dann kann ich ja sicherlich kurz mal eben... Hum, hum, kumbanein. Verdammt. Das ist Boses Mantel, was haben wir hier? Waschmaschine. Ganz schön groß. Dafür, dass es im ganzen Hotel kein einziges Stück saubere Wäsche gibt. Doch, doch, deren Mantel bestimmt. Den Mantel nehmen wir mal mit. Wahrscheinlich sind kleine Bügel auch gleich mit. Mysteriöse Waschmaschine. Entschuldigung. Dauert das hier noch lange? Hum, hum, kumbaya. Verdammt. Offenes Feuer im Waschsalon ist jetzt aber keine gute Idee. Man kann schnell mal das halbe Dorf abbrennen. Und dann zeigen wieder alle auf dich und nehmen dir den Flammenwerfer weg. Und feuern die freundliche Kindergärtnerin wegen Verletzung der Aufsichtspflicht. So ist schön, dass wir hier... Schleudern. Hitze. Bügeln. Stromschlag. Warten. Okay. Raus. Der Klo kommen wir nicht irgendwie dahin. Ah, hier sind die Zimmer. Sind wir da? Immer langsam. Ich höre was. Und der Zerstörer wird kommen durch diese Türe. Und er wird tragen das Zeichen der Bestie. Die Stimme kenne ich doch. Das ist doch... Und ein dumpfes Klopfen wird seiner Ankunft vorausgehen. Und er wird sagen... Aua! Das gibt ein Horn. Elf mich nicht nach, du. Moment mal. Kenn ich doch. Ich kenn dich. Du bist sehr beschäftigt. Nein, du bist das Pfeifenkopfmännchen. Der Wahrsager aus Porta Fisco. Bin ich nicht. Oh, du lügst.
was mich im Grunde als Wahrsager disqualifizieren würde, oder? Jetzt mal keine Spitzfindigkeiten hier. Wir müssen kurz Pause machen, die Folge ist nicht zu Ende. Bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao.